Also der Salzlandkreis geht ja mit seiner Smart Region Initiative hier zu Werke. Und das Innovative ist eben, digitale Produkte für die Bürger zu entwickeln, die auf längere Sicht in der Zukunft Mehrwerte für die Bürger schaffen. Eben nicht singulär nur für den Salzlandkreis entwickelt werden, sondern daraus heraus ergibt sich eine Strahlkraft auf ganz viele Regionen, sogar weltweit. Wir wollen, dass mit einer Karte verschiedene Modelle zusammengeführt werden. Unter anderem, dass wir die Prozesse bei der Schülerausweiserstellung ganz, ganz einfach regeln und nicht jedes Jahr das Elternteil einen Antrag stellen muss und bei uns Riesenprozesse laufen, die teuer sind, uneffektiv, sondern wir wollen Strukturen schaffen, die es heißt, einmal im Schüleralltag eine Karte auszugeben, um dann im Endgang zu schauen, jeder Schüler, der welche Klasse besucht, eine Legitimation hat. Und zusätzlich eine Funktion, die draufgeschalten werden kann, die heißt Zugangsberechtigung, die heißt vielleicht Möglichkeit des Bezahlens. Also ich glaube, Innovation ohne Grenzen. An der Stelle gilt es natürlich, hier vor allen Dingen die junge Generation für den Salzlandkreis zu begeistern. Und den Beitrag können wir vor allen Dingen im ÖPNV, weil das ist unsere größte Zielgruppe, hier natürlich leisten. Die Schülerkarte mit der Salzlandkarte ändert sich für den Schüler an der Stelle mit der Karte wirklich nicht viel. Es ist nur der Unterschied, dass er nicht jedes Jahr eine neue Karte braucht und er braucht auch keine neue Karte mehr, wenn er umzieht. Und an der Stelle wird es deutlich einfacher für jeden Schüler. Wir werden eine Digitalisierung in Deutschland bekommen. Das wird immer weiter voranschreiten. Wir werden ganz neue Möglichkeiten haben, was die Digitalisierung mit sich bringt. Und da ist die Frage, ob wir als Salzlandkreis mit einem Pilotprojekt vorne mitreiten und versuchen, oder als Sparkasse auch, da wir 70% aller der Bevölkerung im Salzlandkreis haben, ob wir da einfach in der Innovation mit dabei sind und die auch nach vorne treiben. Das wollen wir gerne. Der Schülertransport ist die Stufe 1 einer Treppe mit ganz, ganz vielen Stufen. Aber wir müssen diese Treppe gehen, weil ich glaube, dass die Zukunft in dieser Treppe liegt. Und zwar die Treppe, dass sich ganz, ganz viele Prozesse und Bezahlmöglichkeiten digitalisieren. Also das Schöne an dieser Salzlandkarte ist, dass sie auf einer einheitlichen Technologie aufsetzt, die querbeet in Deutschland gerade fußfest. Wir nennen diese Technologie Near-Field-Communication-Technologie. Ich tappe mit meiner Karte nur noch und muss die nicht mehr in ein Medium einstecken, kann diese Karte auch digitalisieren und kann sie in mein Smartphone verwandeln, in meine Uhr verwandeln, in Schweden sogar, in Ringe oder andere Medien. Und diese Möglichkeit eröffnet dem Salzlandkreis, dass er an ganz vielen Stellen mit sehr einfachen Mitteln diese Karte nutzen kann, Zusatzangebote andocken kann an ein einheitliches Medium und nicht Zusatzangebote neu und in Vielfalt entwickeln muss. Diese Karte, die wir hier vorfinden, mit nach England, Schweden, USA genommen wird, dann kann sie dort genauso digital eingesetzt werden, wie sie hier eingesetzt werden kann. Und für die Region entsteht der Vorteil, dass die Schüler, die diese Karte haben, mit ihrer Karte sich in den öffentlichen Verkehrsmitteln legitimieren können, mit den öffentlichen Nahverkehrsmitteln zu fahren und darüber hinaus alle anderen Funktionen an diese Karte angedockt werden können. Sehr einfach und sehr smart.